Hallo, hallo, hallo. Hört man uns schon? Endlich! Hört man uns schon? Ja. 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 Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie die Translator jetzt. Welcome. For the English speaking people, I haven't got a clue how you translate Butter bei die Fische. Ask somebody from Hamburg, they know. Otherwise, just forget about it. Oh, ich wurde gefragt, ob es irgendwas gibt, was schwierig zu übersetzen sein könnte. Ich Butter bei die Fische, ja. Ansonsten helft ihr uns wahnsinnig in diesen nächsten 20 Minuten, vielleicht 25, wenn wir das so, ihr guckt ja auch immer so TED-Videos und so, ne? Und so, wir hätten gerne so eine US-amerikanische Version des Vortrags diesmal. Also so, immer wenn wir irgendein Wort sagen, was total aufregend ist, dann macht ihr so, wuh! So dazwischen, einfach so, wenn ich jetzt sage Medienkompetenz. Und Medienkompetenz, yeah. Hey! So, genau. Es kann ruhig albern sein, das ist egal. Also ihr könnt auch zwischendurch so spontan kurz so aufstehen und klatschen, das machen die auch immer. Man weiß immer nicht, warum steht der jetzt auf und klatscht, aber wird schon irgendeinen Grund haben. Das hilft, also, ja, genau, geil. Mein Mann. So, weil wir machen natürlich hier die klassische deutsche Variante, wir lesen schön ab vom Zettel. Weil so viel wieder können wir uns auf den letzten Drücker. Eine unserer jugendlichen Helferinnen fragte eben, ich dachte, wenn man erwachsen ist, macht man das nicht mehr auf den letzten Drücker. Aber wir haben tatsächlich uns gerade auch noch mal auf dem Klo eingeschlossen und die letzten Notizen. Ja, es ist immer noch so. Und so, leider los. Mit Zetteln. Seht es uns nach. Ja. Los. Herzlich willkommen bei Butter bei die Fische. Mein Name ist Tanja. Mein Name ist Johnny Häusler. Wir betreiben zusammen das Weblog Spreeblick und gehören zum Gründungsteam der Republika, die euch hoffentlich schon viel Spaß macht bisher. Ja, genau. Ja, und Max hat gerade schon ein bisschen erklärt, wir haben außerdem vor 2,5 Jahren gemeinsam das Buch Netzgemüse geschrieben, das ein Ratgeber für Eltern sein sollte. Und indem wir ihnen empfohlen haben, ein bisschen entspannteren und vielleicht optimistischeren Blick auf ihre digital aufwachsenden Kinder zu pflegen und ihnen dabei Mut gemacht, diesen Schritt im Kopf zu vollziehen. Und etwas später im Mai 2013, wie Max gerade sagte, standen wir dann hier und wollten eigentlich über dieses Buch sprechen, fanden es dann aber ziemlich langweilig und haben stattdessen eine kleine Wutrede abgehalten, ein Rant über unsere Unzufriedenheit mit dem Bildungssystem und mit dem Umgang der sogenannten Digital Natives, und wir nannten diese Wutrede The Kids Are Alright, weil auch das hatten die Recherchen zu unserem Buch ergeben, das stimmt auch. The Kids Are Alright. In den 2 Jahren nach diesem Rant, in denen das Netz durch die Snowden-Veröffentlichungen nochmal auf völlig neuer Art in den Fokus aller Menschen geraten ist, haben wir mit vielen jungen und älteren Menschen gesprochen, haben Vorträge gehalten, an Diskussionsrunden, Konferenzen, Bildungsmessen teilgenommen. Wir haben E-Mail-Anfragen von besorgten Eltern beantwortet, mit Politikerinnen und Politikern gesprochen. Wir haben uns mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern unterhalten. Wir waren in Bibliotheken, Schulen und kirchlichen Institutionen zu Gast. Und in dieser Anhäufung war das in etwa so ermüdend, wie das klingt, obwohl natürlich die Gespräche und die einzelnen Veranstaltungen nicht langweilig waren. Ermüdend war aber, dass danach einfach nie etwas passiert ist. Und wir für uns entdeckt haben, dass wir einfach keine Lust mehr haben, Schulen zu erklären, dass wir uns im Jahr 2015 befinden. Und von allen, mit denen wir gesprochen haben, inklusive der Bundesbildungsministerin übrigens, wurde dabei immer wieder der Wunsch nach Veränderungen in Bezug auf die Ausbildung junger Menschen im Zusammenhang mit digitalen Medien geäußert und dass etwas geschehen müsse. Der Begriff Medienkompetenz fiel so oft und so lange, dass keiner mehr richtig wusste, was damit gemeint ist und bis ihn vor allen Dingen keiner mehr hören konnte. Und es passierte immer noch nichts. Und während dieser letzten 2 Jahre haben wir uns dann irgendwann mal hingesetzt und gefragt, was ist es denn eigentlich ganz genau, was wir uns für unsere jetzt jugendlichen Söhne wünschen, für ihre Freundinnen und Freunde, für diese ganze Generation, die wir Digital Natives nennen. Und haben uns irgendwie auf 3 Kernforderungen einigen können. Die erste davon lautet, wir wollen Wissen aus erster Hand für diese Generation. An vielen Stellen der Ausbildung Jugendlicher werden nämlich Fakten und Regeln gelehrt. An zu wenigen wird Wissen aus
eigener Erfahrung und aus der Praxis vermittelt. Das hat einen Grund, warum Jugendliche sich vor YouTube hinsetzen und da Expertinnen und Experten sich anschauen oder auch nur Halbexperten, weil da sitzt jemand, der berichtet aus seinem eigenen Leben, von seiner Erfahrung und seinem Wissen. Und auch wenn es gut gemeint ist, eine einwöchige Lehrerfortbildung in Sachen neue Medien reicht dafür einfach nicht. Die zweite Forderung, auf die wir beide uns einigen konnten, war, wir wollen Kommunikation auf Augenhöhe. Wir fordern Respekt für die junge Generation. Und sich auf Augenhöhe zu begegnen, bedeutet ja nicht, dass man Wissensunterschiede negiert, sondern das heißt einfach nur, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man miteinander arbeitet, statt von oben herab zu lehren. Wenn eine Generation, die mit digitaler Kultur aufwächst, den Regeln von denen unterliegt, welche digitale Kultur zwar mittlerweile durchaus ernst nehmen, sie aber einfach nicht leben, dann kann das nur schiefgehen. Und wir fordern außerdem Respekt vor der digitalen Kultur. Wir sind es leid, dass Jugendlichen immer wieder das Gefühl gegeben wird, dass ihr Interesse für digitale Medien und ihr Spaß an deren Nutzung sinnlose Zeitverschwendung ist. Statt ihnen zu zeigen, dass sie mit viel Spaß bereits sehr viel lernen. Wir wollen, dass die Kultur unserer Kinder ernst genommen und nicht belächelt, missachtet oder gar verboten wird. Ehrlicherweise trafen wir sehr viele Menschen, die eigentlich verstanden hatten, wie wichtig digitale Medien insbesondere für die Zukunft von Jugendlichen sind. Man müsse nur eben schauen, dass das Netz und diese ganzen digitalen Gerätschaften nicht zu Bespaßungsinstrumenten verkämen. Und genau an diesem Nur kamen wir irgendwie nicht weiter. Eigentlich nie. Warum nur Spaß? Das ist doch toll, wenn die Spaß haben und nebenbei noch irre viel lernen in Wirklichkeit, ohne dass sie es merken. Und es gibt auch schon sehr viele junge Menschen, die mit immensem Talent und großer Leidenschaft tolle Dinge auf die Beine stellen in den unterschiedlichsten Bereichen, die die Netzwelt zu bieten hat. YouTube-Stars sind inzwischen jedem bekannt, junge, erfolgreiche Gamer, Coder, Designer, journalistisch oder netzpolitisch aktive Jugendliche, aber eher nicht. Wie könnte sich der Blick auf die junge Generation ändern, wenn man die vielen einzelnen Projekte und Talente an einem Ort aufeinandertreffen ließe und dazu noch die einladen würde, die einfach nur Spaß haben wollen, wenn also diese ganze junge Netzkultur sichtbar würde. Unser Talk heute trägt den Titel Butter bei die Fische, was so viel bedeutet wie nicht quatschen, machen und das genau bei dieser 180-Grad-Wendung, die Max gerade noch angesprochen hat. Denn jetzt verraten wir, jetzt hören wir auf zu quatschen und verraten euch, was wir machen. Quatschen dabei aber weiter. Wir machen. Wir bringen Jugendliche aus verschiedensten netzkulturellen Bereichen zusammen. Wir machen diese ganzen verschiedenen Projekte und Talente, also Code, Design, Games, Fashion, Politik, Musik, miteinander bekannt. Und was wir dann haben, ist ein Teenage Internetwork. Und wir erinnern uns, am Ende unserer Wutrede vor 2 Jahren haben wir hier gestanden und gefordert, Applaus für diese Jugend. Und für Applaus braucht man Bühnen. Und diese Bühnen für Jugendliche werden wir bauen. Wir sind schon dabei und es wird in genau einem Jahr ein Festival für digitale Jugendkultur, eine Teenage Internetwork Conference geben mit dem Namen TinCon. Und wir wissen sogar schon, wann die sein wird. Und zwar wird sie vom 27. bis zum 29. Mai das erste Mal in Berlin stattfinden. Danach hoffentlich noch in anderen Städten. Genau. Und wir fangen heute an, einzuladen. All the young witches and wizards of coding, lovers of movies, music and games, and boss fighters and video stars, style inventors, web invaders, fashion heroes, grandmasters of fun, big mouths and whisperers of politics and poetry, designers of unexpected beauty, future champions, tomorrow creators, and cheerleaders of the digital now are welcome. Das war jetzt viel Information relativ schnell. Wir haben das nochmal gemacht. Na?
All the uncle, crunching, monster munching, cell resisting, mean punch and scream feeding, which is greeting, mega high school, top is leading, jeans collecting, self reflecting, multi pressure, threat rejecting, rebooting, dead and shooting, limper losing, team recruiting, edge cutting, meme shoving, seriously fun, loving, chair wheeling, wound sealing, ups and downs and fields, feeling, queens and nerds and boys and girls are welcome. So. Da war viel dabei, habt ihr mitgeschrieben? Was auch dabei war, war, wer aufgepasst hat, dass wir schon einen Ort gefunden haben, an dem es stattfinden wird, und wir freuen uns super, super über die unglaublich schönen Räume im Haus der Berliner Festspiele. Und ja, los, immer wieder klatschen, es ist einfach, yeah, klatschen, es ist super. Wir erwarten für die erste Ausgabe der TinCon mindestens 1000 jugendliche Gäste zwischen 13 und 21 Jahren und natürlich auch ein paar ältere Leute, die als vortragende Mentoren, Sprecherinnen und Sprecher dabei sind. Wie Tanja schon gesagt hat, zuerst in Berlin, aber wir werden das in anderen Städten auch machen, weil jüngere Menschen halt nicht wie wir die ganze Zeit hin und her fahren können in Deutschland. Und wir müssen glücklicherweise nicht alles neu erfinden. Es gibt bereits viele tolle Projekte und Initiativen, die erfolgreich mit Jugendlichen arbeiten und die Idee TinCon sofort verstanden haben, nämlich, dass wir versuchen werden, die Talente aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und miteinander zu vernetzen. Und deshalb freuen wir uns auf die Kooperation mit dem ganz frisch gegründeten Junior Lab und der schon sehr erfolgreichen und erfahrenen Jugendhackt. Spontan zugesagt haben auch Open Data City, die Schönheit von Daten auch für die Republika immer wieder visualisieren. Und wir kooperieren außerdem mit der PhinxCon für das Internet der Dinge und für einen weiteren Wow-Effekt mit The Constitute, deren kreativer Output und Sinn für intelligente Schönheit uns immer wieder sprachlos macht. Ihren ISAC-Helm könnt ihr bei uns am Stand ausprobieren, der einen völlig neuen Blick auf die Realität werfen lässt. Macht das. Und am Stand findet ihr auch all unsere anderen Kooperationspartner, die dort ihre Projekte vorstellen und zeigen, was sie bisher gemacht haben. Und die allermeisten Präsentationen werden auch für den Jugendlichen selbst gehalten. Wie gesagt, Wissen aus erster Hand. Und für die TinCon möchten wir diese ganzen Projekte und Talente und Profis aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen. Die Republika, als schönes Beispiel, hat es geschafft, durch die Abbildung dieser verschiedenen Bereiche die digitale Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in den öffentlichen Fokus zu katapultieren. Und wir sind überzeugt davon, dass der TinCon dasselbe für die junge digitale Gesellschaft gelingen wird. Als Festival für digitale Jugendkultur möchten wir das Thema aber nicht nur in den öffentlichen Fokus rücken, sondern umgekehrt Teilnehmern und Teilnehmerinnen vermitteln, ihr seid viele und was euch in euren konkreten Interessen unterscheidet, ist in Wirklichkeit das, was euch insgesamt ergänzt. Die allermeisten von euch, die Republika schon mal besucht haben, können bestätigen, wie inspirierend und motivierend solche 3 Tage sein können und wie viel Mut sie machen können. Und genau das wünschen wir uns für die jugendlichen Gäste der TinCon auch. Wir wollen, dass das Ding richtig groß wird und wir wollen, dass es eine Basis hat, auf der man gut arbeiten kann. Und deswegen haben wir zusätzlich auch noch den gemeinnützigen Verein TinCon gegründet. Und im Gründungsteam, mit dem wir jetzt anfangen erstmal, sind genauso viel Erwachsene wie stimmberechtigte Jugendliche unter 18 Jahren, genauso viel Männer wie Frauen, genauso viel Mädchen wie Jungs. Ja, Vereinskram hört sich immer so ein bisschen öde an. Ich wollte nie in einem Verein Mitglied sein. Ich wollte auch. Jetzt habe ich einen gegründet. Kannst du mal sehen, was du alles mal lernen kannst über dich selber, ne? Ja. Das ist aber tatsächlich, dachten wir, sehr wichtig, dass wir diesen Verein gründen, weil wir ein bisschen nachhaltiger arbeiten möchten. Diese 3 Tage, die sind einfach schnell verpufft. Wir wissen natürlich um die Energie, die sowas freisetzt, würden aber danach gerne dranbleiben. Und der Verein wird sich deshalb auch außerhalb des Festivals mit der Förderung digitaler Jugendkultur beschäftigen. Und wir werden beginnen, weil es einfach naheliegend ist, mit der Einrichtung des ersten TinCon Stores zunächst einfach in den Spreeblick Büroräumen. Die sind groß genug, die sind da und da können wir einfach sofort loslegen. Und danach hoffen wir, dass es auch weitere TinCon Stores geben wird. Und das große Ziel, das wollte ich immer, das will ich schon ganz lange und ich würde hoffen, dass ich das mit diesem Verein und mit diesem Projekt und mit dieser Großartigkeit der Idee dahinter, also ich hoffe, dass sie diese Blüten treiben wird,
die wir gerade anlegen, wünschen wir uns, dass wir ein Tin House bauen. Wir würden gerne ein digitales Jugendzentrum errichten, in dem digitale Medien nicht nur diskutiert, sondern auch praktiziert werden und in dem langfristige Projekte wachsen können und begleitet werden können und tolle Dinge entstehen. Und natürlich ist uns völlig klar, dass wir hier und jetzt und heute erstmal zu euch als Erwachsenen reden. Die eigentliche Zielgruppe werden wir erst noch erreichen müssen. Wir haben aber deswegen schon angefangen, nicht nur die klassischen Newsletter einzurichten, aber Mails liest ja kein Mensch mehr unter 20. Deswegen gibt es auch schon WhatsApp-Broadcast-Listen. Es wird Snapchat-Stories geben. Sag das mal auf einer Bühne, Snapchat-Stories. Und wir werden als Medienpartner YouTuberinnen und YouTuber ansprechen. Und natürlich ist unsere Website Mobile First, baby. dass man sich des Themas Medienkompetenz bei Jugendlichen annehmen muss, das ist inzwischen den meisten klar und außerdem schon seit langem eine Forderung der Wirtschaft, die seitens der Regierung als deutlich formulierter Bildungsauftrag an Schulen weitergereicht würde. Doch möchten wir hier und heute auch bei den aktuellen politischen Entwicklungen in Sachen Vorratsdatenspeicherung und Geheimdienstaffären mal in Frage stellen, ob staatliche Institutionen der geeignete Absender sind, um unsere Jugendlichen in Sachen Medienkompetenz auszubilden. Und zumindest wollen wir ihnen nicht das Feld völlig alleine überlassen. Ich mag an dieser Stelle einmal kurz Danke sagen, weil wir schon ganz viel Hilfe bekommen haben. Bitte erlaubt mir zu danken Lenny, Karl, Laila, Christoph, Katrin, Simone, Lou und Theresa, den Rechtsanwälten Berndorf und Partner, muss es auch geben, der Unternehmensberatung Andreas Bayer. Wir haben Hilfe bekommen von Mona Rübsam und Flux FM. Vielen Dank auch an Joanna Breidenbach und BetterPlace.org, sowie im Designbereich von Marion Dörte-Henning und David von Plantage Berlin. Danke euch allen. Und jetzt würden wir diese Dankesliste sehr gerne endlos weiterführen, und zwar mit euren Namen. Ja, denn natürlich brauchen wir Hilfe. Deswegen stehen wir hier. Um das alles zu realisieren. Weil ihr seid ja viel zu alt für den Kram, also. Denn was wichtig ist, das soll kein kleines, nettes Sozialprojekt werden, dessen Förderung sich irgendein Ministerium an die Brust heften kann, sondern dass das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, gleicht eher einem Start-up. Wir werden natürlich für den ganzen Kram sehr viel Geld brauchen und wir sind uns sicher, dass die gesellschaftliche Rendite für Investorinnen und Investoren größer ist als bei der 37. To-Do-Listen-App. Natürlich werden wir uns deswegen an große Unternehmen wenden und wir werden trotzdem dafür Sorge tragen, dass das keine Kommerz- und Konsumveranstaltung wird. Und wir werden uns natürlich auch um Fördermittel kümmern müssen, aber wir wollen uns von beiden Quellen nicht abhängiger machen als nötig. Und wir hoffen daher sehr und wir bitten darum, dass ihr Teil der TinCon werdet. Wir brauchen eure Hilfe als Mentoren, als Ratgeber, später auch als Sprecherinnen und Sprecher. Zuerst aber vor allem, indem ihr die Idee in euren Kanälen verbreitet. Wir wollen nämlich Trending Topic werden in Wirklichkeit. Wir haben natürlich eine Website, habe ich gerade schon gesagt, das firmiert alles unter tincon.org. Ich glaube, Christoph hat das schon alles freigeschaltet mit dem roten Knopf. Wir sind auf Twitter unter tincon, wir sind auf Instagram unter tincon, wir sind auf Facebook unter tincon.org, weil Christina Concierres aus Mexiko uns leider TinCon weggenommen hat. Und wir sind auch auf YouTube. Das Problem bei YouTube ist, man braucht, glaube ich, 50 Abonnenten, bevor man eine eigene Adresse einrichten kann oder so. Also merkt euch die einfach. Und wer uns schon jetzt in seine Kontaktdaten bei WhatsApp und Snapchat hinzufügen mag, es wird alles immer noch ein bisschen dauern, es geht jetzt nicht alles sofort los, wir sind ja hier auch noch auf der Republika, aber der kann diese Nummer schon benutzen. Wir werden das nicht als Kommunikationskanal nehmen, also wir werden da nicht antworten, sondern wir werden ein, zwei Mal im Monat darüber Nachrichten rausschicken an die, die Newsletter halt nicht mehr lesen. Jetzt habt ihr gedacht, geil, voll geil, ich twitter das mal mit einem Hashtag und schon ist die Sache erledigt. Die Zeit von TinCon. Wir wollen natürlich auch euer Geld, das ist doch klar. War doch klar, oder? Warum stehen wir denn hier? Wir brauchen Kohle dafür und ihr könnt ab jetzt spenden.
für die Sache. Ihr könnt euch am Stand noch mal ein bisschen mehr Info abholen. Wir können uns unterhalten. Wir können erklären, was wir genauer vorhaben. Aber man kann jetzt spenden unter betterplace.org. TimCon, betterplace.org ist natürlich auch auf der Website von uns eingebettet. Da geht das Geld 100% an uns. Werden keine Gebühren abgezogen. Bei PayPal ist das anders. Da kostet es uns Gebühren, wenn ihr an uns Geld schickt. Aber wer das nutzen will, kann auch das nutzen. Ups, verdammt. Ach. Warte mal. Noch jemand irgendeine Folie noch mal sehen? Nein. 0151149 65102. Genau, direkt an die Nummer. HDGDL, kleiner 3. So, jetzt, genau. Genau, ihr könnt aber natürlich noch euch noch mehr einbringen zu jedem guten Verein gehören auch Fördermitglieder und wir nehmen und begrüßen alle, die gerne mitmachen möchten als Fördermitglieder. Ihr könnt euch da noch mehr einbringen, es wird ein Forum geben, wo wir miteinander diskutieren, wo ihr eure eigenen Ideen einfließen lassen könnt und natürlich sahnt ihr Geschenke bei uns ab als Fördermitglieder. So ist das, ihr bekommt das grandiose TinCon Supporter Shirt. Und wer direkt an unserem Stand mit einer Spende von mindestens 20 Euro spendet, bekommt die grandiose Grumpy Winkle Cat. Ja, wenn man ganz laut klatscht, ganz dann winkt ganz doll die. Applaudieren. Dann mehr. 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 Ja. Ja. Ah. Oh, verdammt, warum machst du das nicht? Yes. Ja. Ah. Immer die wichtigen Charmant Sachen. Und charismatisch in allen Lebenslagen für die Steuererklärung. Für okay, wir fassen noch mal kurz zusammen. In einem Jahr gibt es die erste TinCon als Konferenz. Davor bauen wir den ersten TinStore. Hinter all dem steht der TinCon e.V. Das Ganze ist eine Initiative von Spreeblick. Ihr könnt dabei sein. Mehr Butter bei die Fische geht heute nicht. Mit eurer Hilfe werden wir das alles rocken. Besucht uns am Stand, kommt vorbei und macht mit. Dankeschön. Thank you.